Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 5 der Sündenfall. Ja, wir sind hier in Barcelona und ja, wir müssen immer noch das Rätsel mit der Ziege lösen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen wollen. Ich weiß nur, dass die Ziege mittlerweile unser halbes Inventar aufgefressen hat. Das war der falsche Knopf. Wo ist unser Inventar? Da. Ja, ein paar Dokumente sind weg. Einfach mal aufgefressen. Also es ist ein sehr gefräßiger Bock. Ich habe auch schon einiges probiert, also ich habe nichts mehr dabei, was ich ihm noch geben könnte. Den Keks will er nicht, die Kakerlake will er nicht, das Garnknoll kann ich nicht werfen. Wir müssen ja irgendwie einen Apfel kriegen, ne? Und ich habe es ja schon mal versucht. Oh ja, da schießt noch einer. Ich tippe auf Medowski. Kannst du den nochmal angucken? An dem Baum hingen reife Äpfel. Ja, aber kannst du nochmal versuchen, den zu schnappen? Dann werden wir ja angegriffen, ne? Oh Mist! Ja, genau. Ah, ich kann auf Ausweichen klicken. Das ging. Na toll. Das wirkt jetzt wieder so, als hätte ich es nachgeguckt. Habe ich aber nicht. Letztes Mal konnte ich kein Ausweichen anklicken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder vielleicht mussten wir das lernen, dass es beim ersten Mal nicht geht, erst beim zweiten Mal geht. Ich sammle jetzt Äpfel ein. Die Äpfel hatten Druckstellen. Ja. Haben wir jetzt genau 4 Stück? Ne, da sind es 3. Okay. Ja, geben wir jetzt. Was machen wir jetzt mit den Äpfeln? Einfach zu fressen geben? Ja, ne? Versuchen wir mal. Hey, Zickendraht, schau, was ich für dich habe. Ich hoffte, das würde den Ziegenbock gnädiger stimmen. Ja. Immer noch dieser Außenspiegel. Können wir jetzt vielleicht mit dem Apfel an den Spiegel schmeißen? Das wollte ich ja letztes Mal schon mit dem Garnknoll probieren. Geht das? Oh Mann, das wird dir gefallen. Vielleicht locken wir den damit so ein bisschen weg. Okay. Oh, aber wenn er jetzt mit Fressen beschäftigt ist, vielleicht können wir... Ich hatte das Vieh abgelenkt, ja. Aber der Apfel würde schnell weggeputzt sein. Ja, dann schnell jetzt zum Reifen. Komm. Oh, das wäre fast ein Kopfschuss gewesen. Aber wohin damit? Mit dem Reifen. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Aber er macht's automatisch. Und das reicht jetzt? Schnüffel? Was? Er ist misstrauisch. Jetzt kann er an den Äpfeln da hinten rumfressen. Der Bock hatte jetzt einen ganzen Haufen Äpfel zu knabbern. Okay. Ich warf ihm den letzten Apfel zu. Eigentlich hatten wir 4 eingesammelt, aber macht nichts. Können wir jetzt den Außenspiegel nehmen, oder wie? Frage, was machen wir damit? Aber gucken, wir nehmen ihn erstmal mit. Alles, was wir grapschen können, mitnehmen. Das ist die Regel der Adventure-Spiele. Ja, das war's schon. Mehr willst du gar nicht? Flaschen. Hinter dem Auto hat hier jemand einen Haufen alter Brandy-Flaschen entsorgt. Okay. Es ist übrigens tatsächlich so, dass wir jetzt ziemlich genau die Hälfte hinter uns haben. Habe ich gerade eben am Speicherstand gesehen. Da stand was von 52%, glaube ich. Wir gucken, ob wir noch ins Auto reingucken können. Okay, so dicht sollen wir da wohl doch nicht kommen. Okay, dann haben wir jetzt also einen Spiegel. Vielleicht können wir jetzt einfach gucken, wer sich da hinten in der Finca da verschanzt hat. Obwohl er gerade fraß, behielt der Ziegenbock mich genau im Auge. Mhm. Gut, dann gucken wir mal. Außenspiegel mit ihm hier, Schütze. Mit seinem eigenen Spiegelbild würde ich den Schützen nicht erschrecken. Nein, aber George versteht wieder nicht, was ich von ihm will. Okay, der Brunnen. Der verfallende Brunnen würde mir keine Deckung bieten. Nein. Können wir wieder zurückgehen? Nee, zurückgehen können wir gar nicht. Ja, was soll ich denn sonst jetzt mit dem Spiegel machen? Ich guck gerade. Vielleicht können wir ihn... Ah! Mit der Sonne geht das? Ah, tatsächlich. Haha, sehr schön. Ich hatte den Schützen geblendet. Zeit loszuspurten. Der Schrei kam aus dem Controller. Egal, was Sie denken. Ich sehe Sie, Senor. Einen Zentimeter weiter und ich schieße Sie nieder. Okay, das ist weder Medowski noch irgendwer anders. Auch nicht der. Wie hieß er?
Langham? Langham, ne? Ja. Er guckt erstmal. Vor allem dieser Schrei, wenn ich geblendet werde, dann schreie ich auch nicht auf. Ah! Also weiß ich nicht, das war ein bisschen sehr komisch. So, was mache ich jetzt mit dem? Ich schieb ihm die Kakerlake hier auf den Fenstersims. Keine Bewegung. Ich wollte nur schnell. Keine Bewegung, hab ich gesagt. Ist vielleicht nicht so clever. Sprechen können wir auch. Senor, bitte, wer Sie auch sind, hören Sie auf zu schießen. Ich bin unbewaffnet. Gut, das macht es mir leichter, Sie abzuknallen. Ich bin George Stobbart, ein Freund. Ich habe keine Freunde. Das überrascht mich jetzt wenig. Schusswaffe, Freund. Freund? Versuchen wir es. Wir wollen doch nur einen kurzen Blick ins Kastell werfen. Ich glaube Ihnen nicht. Sie kommen, um Senor Marquez zu töten. Senor Marquez? Er lebt? Aber er wird für uns bürgen. Mich führen Sie nicht hinters Licht. Hauen Sie ab hier, sonst töte ich Sie. Okay, Marquez ist anscheinend hier. Senor Marquez weiß, wer ich bin. Ich schwör's. Und ich weiß, was eine Lüge ist. Weg jetzt! Oder ich schieße. Warten Sie, ich habe wichtige Informationen. Voste, vingi a mi. Ups, eine Frau. Verstehen Sie, was ich sage? Sagen Sie es einfach, dann schauen wir mal. Ah, also, ich bin George Stobbart und ich komme in Frieden. Ich komme in Frieden, klingt, als wären wir so ein Außerirdischer. Eva, ja, hat sie sich vorgestellt? Könnten Sie das Ding runternehmen? Ich hatte einen miesen Tag. Sie vertragen wohl keine Schusswaffen? Nein, und Ziegen auch nicht. Ich habe blaue Flecken an Stellen, wo ich bisher nicht mal Stellen hatte. Dann gehen Sie doch einfach. Wir sind hier, weil wir etwas suchen. Dann suchen Sie doch einfach woanders danach. Sie hat die Stimme von Carrie von King of Queens. Und er da hinten hat auch eine bekannte Stimme. Bei drei Fragezeichen hat er öfter mitgesprochen. Bruce Black zum Beispiel. Wir fragen mal nach Marquez. Ist das hier vielleicht seine Familie, seine letzten Angehörigen oder so? Wir haben einem Mann namens Marquez geholfen, in Paris. Das ist mein Vater. Aha. Mir war klar, von wem sie ihr Temperament geerbt hatte. Ihr Vater? Wir sind Freunde. Warum sollte ich Ihnen glauben? Beweisen Sie es. Haben wir noch was dabei? Ja. Das Medaillon! Ich habe das Medaillon Ihres Vaters. Ein Dieb sind Sie also auch noch, ja? Oh, hat er gut geklappt. Das Familienfoto. Sehen Sie mal das Foto. Uralt. Was soll ich damit? Toll. Ja, aber La Malediction denkt sie ja wieder, wir haben ihn geklaut. Den Vater geklaut, genau. Wir haben sein Gemälde aufgespürt. La Malediction, sehen Sie. Wo haben Sie das her? Aus London. Na gut, Sie kommen jetzt mal mit. Aber keine komischen Sachen, okay? Hey, Sie klingen genau wie meine Freundin Nico. Nico! Voll verzweifelt. Nico! Nicht! Oha, an den Raum Was kann ich... Was ist los, Ramon? An den Raum kann ich mich erinnern. Wer ist da draußen? So ein verrückter Amerikaner. Keine Bange. Eva kümmert sich um ihn. Papa! Diese Leute wollen mit dir reden. Eva! Wollten wir nicht jeden Eindringling sofort erschießen? Sie, wie haben Sie mich gefunden? Das war nicht leicht, Senor. Wir hielten Sie für tot. Sie haben sich geirrt. Sie haben dir etwas mitgebracht, Papa. Kann das denn wahr sein? Endlich! La Malediction! Genau, wird einfach so reingehängt. So, Senor Marquez. La Malediction hängt wieder an seinem angestammten Platz. Stimmt. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Aber...
Etwas Interessantes entdeckt, Senor? Das Gemälde. Etwas ist anders daran. Das Gesicht in der Mitte. Das mit dem Symbol der Tabula Veritatis drauf? Woher wissen Sie von der Tabula? Ein Priester hat mir davon erzählt. Er meinte, sie sei das Werk des Teufels. Ha! Priester! Die können doch nichts als lügen. Wirklich? Dieser Priester meinte, die Tabula sei ein Werkzeug, um den Teufel zu entfesseln. Blödsinn! Den Teufel entfesseln! Wer würde denn sowas wollen? Aber Sie wollen die Tabula finden. Ja, weil sie ein Schatz der Gnostiker ist. Sie ist etwas Besonderes. Und es ist meine Pflicht, auf sie aufzupassen. Ich war sicher, dass Marquez mir immer noch nicht die ganze Wahrheit sagte. Aha. Und jetzt? Jetzt werde ich das Gemälde entschlüsseln und die Tabula finden. Bevor sie starb, sagte meine Mutter noch, sobald das Bild wieder dort hänge, würde seine Bedeutung klar werden. Und der Weg zur Tabula würde enthüllt. Also, wie lautet die Antwort? Wo ist die Tabula? Ich weiß es nicht. Der Raum ist verändert. Alles ist jetzt anders. Erinnern Sie sich denn, wie der Raum vorher aussah? Nein. Doch. Ich weiß es nicht. Sie müssen mir helfen. Aber wie? Ich bin doch kein Gnostiker. Senor, Sie müssen einfach, denn bald wird dieser Russe hier sein. Er weiß Bescheid über das Castel del Sans? Es tut mir leid, Senor. Aber in Paris habe ich wohl seinem Helfer etwas zu viel erzählt. Dann sollten wir das Rätsel hier lieber lösen. Und zwar schnell. Ich gehe Wache halten. Denk daran. Sofort schießen. Also, Nico, was jetzt? Du versuchst rauszufinden, warum das Bild ausgerechnet in diesem Zimmer sein muss. Ich schaue mal, ob Eva irgendwas weiß. Ob er es nun selbst wusste oder nicht. Ich war sicher, dass Marquez alle Antworten kannte. Aha. Ich finde, er hätte ja wenigstens mal Dankeschön sagen können, dass wir das Gemälde gebracht haben, ne? Aber nein, nix. Ja, jetzt können wir uns die ganzen Schilder durchlesen. Juhu. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal den Raum an, bevor wir wieder mit ihm schnacken. Mit Ramon können wir auch noch wieder reden. So, pass auf, wir können nämlich bei jedem Schild uns jetzt angucken, was draufsteht. Das ist so ein prägender Moment gewesen, an den ich mich sehr gut erinnern kann bei dem Let's Play von Tom. Okay, wir gucken uns das mal an. Auf diesem Schild waren heraldische Symbole aufgemalt. Okay. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Girona. Genau. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Butch Cerda. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand El Ponte Suert. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Tremp. Ja, da müssten noch mehr sein. Ich gehe mal kurz zur Seite. Ja, der Spaß geht noch ein bisschen weiter. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Figueres. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Olot. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Berger. Das hat so ein bisschen so ein Rap-Move, ne? Ja. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Baskara. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Rosses. Ja. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Lorette de Mar. Lorette de Mar, da war ich sogar schon mal. Oh, den da oben darf ich mir nicht mehr angucken. Na gut, okay. Dann gucken wir uns das Bücherregal an. In dem Regal stand eine Reihe alter Bücher. Unfassbar. Oh, eine grüne Statue. Die nehmen wir uns da mal weg, würde ich sagen. Die fällt auch gerade ein bisschen auf. Wahrscheinlich müssen wir die noch ein bisschen drapieren. Auf dem Sims oder so. Da lag ein Steinblock auf dem Boden. Er sah aus wie eine weggeworfene Statue. Ja, nimm mit. Brauchen wir gleich für die Deko. Ich denke, wir können uns das alte Familienfoto angucken und dann vielleicht die Deko wieder so herrichten wie damals. So mein Gedanke jedenfalls gerade. Sachen. Was machen Sachen? Eine Ansammlung von etwas, das sich nur mit dem Begriff Krimskrams beschreiben ließ. Aber anscheinend nichts genauer drin. Die Tür? Da dürfen wir wahrscheinlich... Wir dürfen dahin! Oh!
Ich glaube, dass Steffi das gestern erwähnt hat. Ich habe gestern noch mit Steffi über das Spiel gesprochen. Und sie hatte erzählt, sie kann sich an so einen Gang erinnern, der komplett mit irgendwelchen Grünzeug überwuchert war, in so einem Hinterraum. Ich glaube, sie meinte diesen hier. Sehr, sehr geil. Okay, ja, ich glaube, das hat sie gemeint. Zwischen dem Schutt lagen leere Patronenhülsen. Aha. Was genau war hier passiert? Ja, es fand eine Schießerei statt. Wir können das irgendwie kombinieren. Können wir... Ich überlege gerade, grüne Statue, was ist denn das? Die grüne Steinfigur war barfuß und trug einen Hut. Okay. Sie ähnelte den Statuen auf Marquess' Familienfoto. Sehr gut. Oh, ich sehe gerade noch eine hier. Eine kaputte, aber... Ja. Nein, ich wollte die nur angucken. Das war die untere Hälfte einer grünen, barfüßigen Statue. Genau wie die andere ähnelte auch diese den Statuen auf Marquess' Familienfoto. Können wir vielleicht die mit dem Schrott oder hier kombinieren? Vielleicht finden wir die anderen Teile noch dazu. Das würde niemals klappen. Okay, hätte sein können. So, wir können hier noch gucken. Es sah aus, als sei dieser Teil des Kastells beschädigt worden. Ja. Das Ende des Durchgangs lag unter Schutt begraben. Mhm. Okay, Schutt, Tür. Die ist wahrscheinlich zu, oder? Die Tür war versperrt. Ja, ich dachte es mir. Okay, also wir haben jetzt zwei Statuen. Gehen wir mal zurück. Ich hätte echt gedacht, dass er uns irgendwie aufhalten will und was sagt, als wenn wir den Raum verlassen, aber nein. Gut. Das haben wir. Eine Kiste. In der ganzen Unordnung stand eine Kiste Brandy. Ich glaube, dass Ramon hier vielleicht der Säufer ist. In dem Regal stand eine Reihe alter Bücher. Ja. Der Kaminsims. Ich will mal kurz mit Ramon sprechen. Ich glaube zwar nicht, dass er überhaupt was Sinnvolles zu sagen hat, aber mal gucken. Könnten wir ein, zwei Worte wechseln, Senior? Auf Wiedersehen. Bitte was? Sie wollten ein, zwei Worte wechseln. Das waren zwei. Ramon war in der Charmschule wohl gleich in der ersten Klasse rausgeflogen. Okay. Muss ja auch nicht sein. Gucken, ob hier noch was kommt, ob der Raum da zu Ende ist. Da ist der Raum zu Ende. Okay, gut. Dann würde ich sagen, Figur. Ich möchte ganz gerne das Familienfoto mit dem Kaminsims vergleichen. Geht das? Ich müsste näher ran, um das zu versuchen. La Maledictio zurück an seinem angestammten Platz. Aber wo waren die Hinweise versteckt? Hier sind ja zwei Sockel, genau. Und da können Figuren drauf. Es ist halt die Frage, welcher Sockel soll wohin? Die Sockel sahen aus, als seien sie drehbar. Ja. Aber ich hätte jetzt ganz gern das Foto. Das würde nicht funktionieren. Warum nicht? Ich möchte das Foto angucken. Kann ich das einfach betrachten? Ah, das Foto zeigte die Familie Marquess. Aha. So, wir sehen da oben die beiden Figuren da stehen. Die eine zeigt mit dem rechten Arm nach links, die andere zeigt mit dem rechten Arm nach rechts. Okay, das kriegen wir vielleicht hin. Zumindest bei der hier kriegen wir das hin. Die packen wir jetzt mal hier drauf. Perfekt, die steht schon richtig. Eigentlich, oder? Nee, das war schon zu viel. Okay, dann war das richtig. Ein noch. So sollte es richtig sein. Und die andere packen wir hier hin. Da kann man natürlich ein bisschen schwer erkennen. Ja, von den Füßen her müsste, glaube ich, noch einmal. Ah. Das war, glaube ich, schon ein zu weit. Nochmal. So. So. So denke ich, ist es richtig. So, jetzt gucken wir uns das Gemälde mal an. In dem Gemälde steckten alle Antworten. Die Menschenpyramide der Heiligen hatte uns zum Kastell geführt. Ja. Wo die anderen Hinweise uns wohl hinführen würden. Ja, wir haben jetzt zwei Menschenpyramiden. Einmal hier und hier die Heiligen. Ja, zwar, also, Es war eine Pyramide aus gequälten Seelen. Sie sahen aus wie die Verdammten.
Und hier haben wir die Heiligen. Es war ein Kastell aus Heiligen. Castell del Sans in Katalonien. Okay. Mann mit Hundekopf. Das war der Körper eines Priesters, aber mit einem Hundekopf. Die Gestalt zeigte schräg nach oben auf den Ring über sich. Ja. Der Priester schien ein Vorhängeschloss am Mund zu haben. Er deutete runter auf den Ring unter ihm. Okay. In dem Ring war ein Turm. Vielleicht ein Hinweis auf einen Ort? Stimmt. In dem Ring sah man eine offenbar wohlhabende Stadt. Ja. Die bärtige Figur war der Figur am Kamin in dem Saal sehr ähnlich. Ob Stimmt. es da eine Verbindung gab? Die Kugel in der Hand des Alten leuchtete grünlich. Ah, vielleicht müssen wir die Kugel doch zum Leuchten bringen. Die Figur des jungen Mannes sah genauso aus wie die vor dem Kamin. Das konnte kein Zufall sein. Die jugendliche Gestalt hielt eine leuchtend blaue Kugel in der Hand. Okay, blau und da grün. Aha. In dem Ring erkannte ich einige Häuser. Das war ein Dorf oder eine kleine Stadt. In dem Ring erkannte ich ein Burgtor. Ich hatte keinen Schimmer, was das bedeuten sollte. Und hier noch. In die Stirn des Mannes war ein Symbol geritzt. Simeon hatte behauptet, das sei das Symbol der Tabula Veritatis. Ja. Da haben wir das Narbengesicht. Ein Fall von drei Fragezeichen. Ein vernarbtes Gesicht schaute mich aus der Mitte des Ouroboros an. Hobbs musste die Abbildung entdeckt haben, als er das Gemälde restaurierte. Aber was bedeutete sie? Und welche Verbindung gab es zur Tabula Veritatis? Und wir haben noch den Ouroboros. Ein großer Ouroboros dominierte die Mitte des Gemäldes. Bevor er ermordet wurde, sagte Simeon, der Baum im Inneren des Ouroboros stehe für verborgenes Wissen der Gnostiker. Und hier war nun eine komplett neue Abbildung im Kreis der Schlange. Hobbs hatte sie entdeckt, aber jetzt war er tot. Aha. Okay. Ich denke, wir haben das meiste jetzt entdeckt. Dann würde ich erstmal wieder zurückgehen. Achso, ich könnte hier noch was probieren. Könnte ich das Medaillon hier mit kombinieren? Das würde niemals klappen. Nee. Wäre auch Quatsch. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt hier irgendwas machen können. Vielleicht können wir höchstens die Zeichnung mal vergleichen. Das wäre nutzlos. Ja, können wir nicht. Ja gut, dann gehen wir zurück. Grüne Statue. Die ist aber auch grün. Das sind beides grüne. Wobei, es hieß doch, er hält was Blaues in den Händen. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ah. Vielleicht reden wir mal kurz mit ihm hier. Ups. Señor Marquez. Mr. Stobbart. Wenn wir diese Tabula finden wollen... Ja? Dann müssen Sie uns schon etwas helfen. Natürlich. Ich meine, indem Sie uns gegenüber völlig ehrlich sind. Wann war ich denn mal nicht ehrlich? Fast immer. Okay. Erzählen Sie mir etwas über das Gemälde. Als Kind habe ich stundenlang hier gestanden und es angestarrt. Wer war dieser geheimnisvolle Maler El Serp, die Schlange? Und wieso dieser Name La Malediction, der Fluch? Das habe ich meinen Vater auch gefragt, aber er meinte nur, ich solle mich gedulden. Eines Tages würde ich alles verstehen, sagte er. Tja. Senor, können Sie irgendwas auf diesem Gemälde entschlüsseln? Diese Pyramide der Heiligen natürlich. Ich wusste, dass damit ein Kastell gemeint war. Und die Heiligen selbst sind Gnostiker. Sehen Sie die Frau in Rot? Die Sie auf dem Foto markiert hatten? Das ist Maria Magdalena. Wir verehren sie als wichtigste Jüngerin Jesu Christi. Aber der Rest? Ich habe keine Ahnung. Das Symbol auf dem Gesicht ist offensichtlich die Tabula. Aber die Elemente darum herum kann ich nicht deuten. Okay. Wann waren Sie das letzte Mal hier, Senor? Nicht mehr seit diesem Tag, an dem,
mein Vater getötet wurde. Warum hat das Bild uns dann hergeführt? Wie ich schon sagte, weil sich nur in diesem Raum seine Hinweise zu erkennen geben. Aha. Warum ist die Tabula Veritatis den Gnostikern so wichtig? Sie ist ein Gegenstand von unerhörter Macht. Meine Vorfahren haben sie jahrhundertelang beschützt. Vor langer Zeit gingen sie ins Exil nach Katalonien und brachten sie mit. In jeder Generation kennt jeweils nur ein einziger Gnostiker ihr genaues Versteck. Mein Vater, Xavier, war der letzte von ihnen. Er wusste, dass sich finstere Mächte zusammenbrauten. Aber ich war noch zu jung, um das Geheimnis zu erfahren. Also gab er La Maledictio in Auftrag und arbeitete Hinweise auf das Versteck der Tabula in das Gemälde ein. Ja, okay. Ich denke mal, das geht nur an dieser Stelle, weil wir hier halt diese Figuren haben, die wir hier positionieren können. Mich stört halt nur, dass die beide grün sind, weil ja eigentlich die rechte blau sein sollte. Vielleicht müssen wir die noch einfärben, oder das wäre auch Quatsch. Aber was genau ist die Tabula? Was kann sie bewirken? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es eine Katastrophe für die Menschheit wäre, fiele sie in die falschen Hände. Ja, das ist ja meistens so bei irgendwelchen gefährlichen Dingen. Was ist in Paris passiert? Wir dachten, sie wären tot. Ein Mann kam in die Wohnung auf der Suche nach Signorita Collard. Er erwähnte ein gestohlenes Gemälde, das einem Russen gehören sollte. Ich habe ihm selbstverständlich gesagt, dass ich der wahre Eigentümer bin. Selbstverständlich. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass dieser Schläger mich in einen Sessel drückte und drohte, mich zu erschießen. Also habe ich ihm von dem Kastell erzählt. Und als er dann seinen Boss anrief, habe ich ihn mit einem Porzellanhund niedergeschlagen. Er ahnte wohl nicht, dass sie nicht nur bellen, sondern auch beißen, was? Ja, so seine Tochter. Eva ist also ihre Tochter? Sie war ein Geschenk Gottes. Spät in meinem Leben. Eines Tages wird sie in ihrem Herzen einen Platz finden für den Gnostizismus. Da bin ich mir sicher. Okay, die Gnostiker. Die Gnostiker sind also die Guten? Die Bezeichnungen Gut und Böse sind bedeutungslos. Wir wollen nur das Gleichgewicht wahren. Und die Tabula vor jenen beschützen, die sie zu selbstsüchtigen Zwecken missbrauchen wollen. Ja, ich denke mal, Gut und Böse ist hier wirklich relativ, weil jeder oder jede Gruppierung oder so denkt ja von sich selbst, sie sind die Guten erstmal, ne? Was ja irgendwo logisch ist. Deswegen ist es aber schwierig zu beurteilen. Wir könnten ihm mal erstmal sein Medaillon vielleicht zurückgeben. Ich glaube, das gehört Ihnen. Mein Medaillon? Wo haben Sie das denn gefunden? Es lag in der Wohnung von Nikos Nachbar. Wollen Sie es nicht zurück? Nein. Behalten Sie es lieber noch etwas. Es okay. Hat einen Sinn, einen Zweck. Vielleicht finden Sie heraus, welchen. Na gut. In Ordnung. Sagen Sie einfach, wenn Sie es wiederhaben wollen. Dann das Familienfoto vielleicht. Also, das sind Sie mit Ihren Eltern? Genau. Aufgenommen genau in diesem Haus vor vielen Jahren. So, und die Skizze? Schauen Sie sich diese Zeichnung mal an. Das ist das Gesicht aus La Maledictio. Es wurde von dem Mann gezeichnet, der das Gemälde gereinigt hat. Dann wusste er Bescheid über die Tabula Veritatis? Welche anderen Geheimnisse hat er noch entdeckt? Keine Ahnung, aber jetzt ist er tot. Ist vielleicht ganz gut so. Je weniger die Geheimnisse von La Maledictio kennen, desto besser. So kann man es natürlich auch sehen. So, ich glaube, die Unterlagen von Simignon, vielleicht kann er da was mit anfangen. Mal schauen. Pater Simignon, der Dominikanerpriester, hatte diese Papiere bei sich, als er umgebracht wurde. Und? Interessiert Sie das denn gar nicht? Ich habe keinerlei Interesse an Priestern oder ihren Papieren, Senor. Ja, da hätte er schon was Interessantes bei sein können. Ja, gut. Wir müssen uns beeilen und das Rätsel lösen. Ja. So.
Also, wir gucken uns das hier nochmal an. Und dann werfe ich jetzt nochmal ein Bild. Ich hatte einige Statuen über dem Kamin platziert. Ja. Aber es war schwer festzustellen, ob es die gleichen waren wie auf dem Familienfoto von Marquez. Naja, man kann das schon ein bisschen her. Das Familienfoto ist weg. Was? Alter, ich wollte gerade sagen. Nochmal probieren. Das hätte nicht funktioniert. Ach so. Auf Betrachten muss ich einfach klicken, ne?